Herzlich willkommen zur weiteren Runde hier bei LS von Thüringen 2. Wir fahren jetzt zum Sägewerk und verkaufen unser Holz, unsere Baumstämme. Hoffen wir mal nicht umfallen, ne? Das ist das Allerschlimmste, was geben kann. Ja, ist immer noch Regen angesagt. Ich habe jetzt auch die Regionalkarte von Südböhmen auf Bayern gewählt, also gewechselt. Mal schauen, ob sich Änderungen eintreten in der Zeit. Die Vorhersage war ja trotzdem gleich wie jetzt, aber man muss sie mit der Zeit ja sicherlich anpassen. Ob sie das anpassen wird, das weiß ich nicht. Mal schauen. Ich hab's einfach getan. Ich finde das mit dem Regen ganz schön übertrieben, aber was soll's machen, ne? Ist ja so, ne? Ja, und die Kurve kriegen. Ich bin lang geschossen, gar nicht so einfach. Oh. Bremsen. Gut, dass hier kein Hochwasser gibt. Sonst wäre das irgendwie gar nicht so schlecht. Oder Probleme wird es denn geben. Aber wir liegen ja eh was höher bei unserem Hof und unsere Felder sind ja auch was. Gut, der Steckbaum stört nicht. Glück gehabt, doch nicht so festgefahren sind. So. Da wären wir. Schönes Sümpchen. So. So, da haben wir mal den Baum noch gelöst, den einen. Verkaufen wir jetzt. 180.000. So, mal ganz kurz die Lenkung aktivieren. Das heißt, Stecker ausziehen und ein. Einstecken. Dauert ein Sekündchen. Und es läuft. Lenker war nämlich die Federung, also beziehungsweise die Motorbremse war aus. Und da kann ich den Lenker mit einem kleinen Finger bewegen und das ist dann beim ungünstig. Da hänge ich fest. Ja. Muss ich ein bisschen mehr rausfahren. Hatte ich vorhin schon ein bisschen angeglichen gehabt. Aber gut. Hier heißt es Fahren üben. Ich guck gerade mit der Lautstärke, da müsste hinkommen. So, jetzt fahren wir zurück. Dann werden wir gleich was bauen. Und zwar wir müssen die Ebene ein bisschen ein. Planieren ein bisschen flach machen, kann man sagen, ne? Also die Hügelein wegnehmen. Wenn wir schauen, dass wir Dings gebaut kriegen. Global Company ist das Lager für Verkauf in der globalen Welt, kann man sagen. Also könnte ich rein theoretisch, wenn ich das wollte, das gleiche auf der Marsch machen würde, wenn ich da mal Tabak haben würde. Dann könnte ich es da verkaufen und wenn kein anderer zu schnell ist,
könnte es hier wieder einkaufen. Somit könnte ich auch hier die Produktion genauso aktivieren wie auf der Marsch. Ich könnte auch da vor Ort Pflanzenschutz herstellen und hier das verkaufen. Das würde auch gehen. Also, ich werde mal das Gelände von hier gesehen einebnen. Das heißt, ein bisschen flacher machen. Zumindest probieren. Das heißt, so. Wir müssen erstmal ganz pauschal modellieren, ist richtig. Trotzdem die Hilfe anmachen, dass wir da nichts verkehrt machen. Angleichen, planieren heißt mit zwei die beiden Tasten drücken mit der Maus. So. Jetzt können wir größer machen oder kleiner? Darf hier ruhig ein bisschen höher sein, weil das Gelände steigt ja sowieso an. Und wenn wir da so tief machen, dann haben wir hier irgendwann eine große Kante. Wollen wir mal schauen, wo wir es annehmen. Am besten hier vorne irgendwo. Ja, auch nicht anheben. Ja, klar. Links heißt anheben. Und ich hatte das. Das ist noch ein bisschen zu hoch. Es darf ruhig ein bisschen höher sein. Bisschen. Und da senken wir es ab. Ich möchte aber nicht im Feld eingreifen. So, das dürfte reichen. Jetzt haben wir hier eine ebene Fläche. Da geht es zwar ein bisschen bergauf, ist aber okay, weil sonst wären wir hier irgendwann zu vorne zu tief gekommen. Weil es geht ja noch weiter. Und da vorne geht es ja eh bergauf, also anheben. Und jetzt hier bauen wir mal. Gebäude hier. Und zwar diesen Markt. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Ich muss mal sehen, dass ich jetzt so wäre es gar nicht mehr so schlecht, weil da kommen wir nämlich vorne angefahren könnten. Ja. Grunde ist immer egal. Wir müssen so hier hinten kann man Strom verkaufen. Da vorne Flüssigtanks. Achso, ja. Am Tank kann man im Prinzip, was man da vorne sieht, das runde Teil kann man im Prinzip als Flüssige verkaufen, wie ja zum Beispiel Dünger, Flüssigdünger oder Flüssig Pestizide. Gibt eh nur Flüssig, aber egal. Am Silo klar Getreide und Strom kann man auch als Ballen kriegen. Das kostet mir jetzt 45.000. Oder mal was drehen. Weil ich komme von da, dann kann man rüberfahren, ne? So. Das passt schon so. Das wäre meine. Oh, hat es gar nicht angehoben. Wir werden das. Doch, okay. Wir werden das hier mal probieren. Das habe ich gedacht, da hat mir mein Mir-Programm gesagt, hier geht nicht. Das wollte ich mich testen. Gut, dann muss ich noch nachträglich installieren. Wenn das klappen würde. Na, das. Da ist mein Mir-Programm sehr streng, in Anführungszeichen. Gut, es kann das sein, dass es dadurch nicht funktioniert. Ne? Das kann sein. Ja. So, hier würde ich es noch ein bisschen angleichen. Ich muss es so oder so tun. Das heißt, im Grunde hier nach oben hoch angleichen. Das heißt,
Wir gehen auch wieder mal ins Menü. Das ist verkehrt. Und zwar hier müssen wir jetzt angleichen. Das heißt, die Schräge so gestalten, dass wir hochfahren können. Sonst kommen wir noch einen guten nicht hoch. Und hier muss es passen. Und hier haben wir auch ein Problemchen. Und hier auch. Alles angleichen, denke mal, kommen wir gut zurecht und können da hochfahren bzw. runter. Ja, so können wir hochfahren, ne? Jetzt können wir gleich mal eine Straße malen. Gehen wir nur auf X und jetzt machen wir eine Straße. Bodentyp. Das werden wir hier mal ans. Muss ich mal ein bisschen verschieben, verändern. Da fackeln wir nicht lange, da machen wir einen ganz großen, breiten Weg. So. Gibt es ja keine Schwierigkeiten, können wir überall fahren. Ne? Ist wie ein großer Platz. Das lassen wir so, das passt. Dann machen wir noch weg hier. Er hakt ein bisschen, wahrscheinlich weil der LKW da steht. Gut. So, das können wir leider nicht testen. Wie gesagt, die Software muss ich erst noch installieren. Ne, hier habt die Meldung, ich hab's nicht, also Pech gehabt. Zeit 12 Minuten. Timer habe ich nicht aktiviert wieder, sonst wäre das kein Problem. So, dann mal nächste Fuhre Holz kaufen. Einnahmen. Jetzt können wir mal sehen, ob wir hochfahren können. Das sollte ja mal, ja, das funktioniert. Weil hier müssen wir hinfahren und entsprechend beim Kaufen wieder ausladen. Es wird dunkel. Aber wir haben Sommer und dadurch ist es lange hell. Aber wir müssen bald auf 30 gehen. Müssen wir in einer kurzen Folge mal die Software installieren. So. Im Grunde denke ich mal, kann ich dem Kevin vertrauen. Sonst wäre bald ein schwarzes Schaf. In Anführungszeichen. So. Ja. Müssen wir nach vorne gehen. Position 1. Mache ich beim Komma bei den Numero-Tasten. Was sich einer wundert. So. Und B ist aufladen. Weil ich würde da nicht lange warten und dann verkaufen und dann nach einer Woche Spiele starten, dann ist es garantiert weg. Wenn was da sein sollte, dann würde ich eher das so machen, dass ich gleich kurz darauf, also praktisch in die nächste Folge dann, dann gleich mit Thüringen starte, ne? Dann kaufen können. Also im Prinzip zeitnah. Und da muss ich auch mal Tabak anbauen, also das muss man alles immer gemacht werden.
So, mal kurz wieder abladen. Einer so quer steht, ist ungünstig. Und dann wieder aufladen. Jetzt blitzt. Aber die Vorhersage stimmt noch. Mal sehen, was sich dann ab 0 Uhr tut. Ich denke mal, da wird es wieder Änderungen geben. Hoffe ich jedenfalls. Dass wir die Ernte starten können. Alles vorbereitet, denke ich mal. Beziehungsweise die Fahrzeuge sind da, Kurs ist eingefahren, Überführungskurs. Die Überladerwagenbank ist da, LKW habe ich jetzt hier, muss ich nur entsprechend den Anhänger nehmen und dann den Kurs abfahren lassen. Ne? Aber es muss ja sowieso erst trocknen, also es dauert ein bisschen. Keine große Panik. Mal gucken, ob ich noch Schulden habe. Können wir gleich zurückzahlen. Hier wird so viel wie möglich. Dann haben wir weniger Zinsen zu zahlen. So, aufladen. Ah, dann mehr trocken jetzt hier. Wollte eigentlich kein Holz machen im Sommer. Oder im Winter oder so. Oder zeitigen Frühling. Will nicht. Schieben ein Stück Holz in die Richtung parallel zum LKW. Jetzt geht's. Gut. Das ist aber dunkel, ne? Ja, da liegt noch einiges. Haben wir hier zwei Positionen. Aha, okay. Dann muss ich mit dem Rad bis nach hinten gehen. Damit ich jetzt sehen kann, hinten ist alle ganz schlecht abgeladen jetzt. Wahrscheinlich wollte ich fahren und so. Ah, fett. Da muss ich ganz kurz wieder abladen, denke ich mal. Und hier sind 70 Grad und da sind 66, das ist super. Sollte reichen, ne? Mal ganz kurz entladen. Da können wir ein bisschen das Thema hinkriegen, ne?
Wenn der Wichsen so machen würde, wie das soll. Also, die ungünstig liegen zuerst, ne? Aber das macht das System nicht. So, okay. Also umstellen nach vorne. Komma. B. B. Position 2. Ich hasse, dass es dunkel ist hier. Das schaffe ich glaube ich eh nicht nach Einkaufen. Geben wir auf. 30. Dass wir die Nacht überstehen. So. Festgebunden. Ja, da gibt es hinten kein Licht, kein gutes, ich weiß nicht. Rückwärts fahren, ja, aber das ist auch alles. Wenn wir innen drin was sehen, ne? Mit der großen Schnauze da vorne hat schon ein bisschen schlecht, ne? Meine Sorge ist Umfallen, ne? Das ist das größte Problem, wenn wir das haben. Dann haben wir auch keinen Radlader. Muss starker Regen sein. So, langsam und sicher. Richtung Straße. Wenn die geschafft haben, dann geht schon einigermaßen. So, Uhrzeit. Naja, gut. Werden wir nicht schaffen, aber egal. Macht nichts. Da kaufen wir halt morgen, ne? Und dann halt schon frei. So ein Sauwetter. Haben lange nicht gehabt, ne? Das ganze Frühjahr war trocken. Anführungszeichen, mehr oder weniger. Jetzt im Sommer zur Erntezeit ist es nass. Da wird doch lange nicht trocken so schnell. Laternenfall aus Grüßen. Keine eingewiesen hier. Oh, BGH. Ja. Hat sich doch die Scheiße bewährt, ne? Darum schwer, muss ich das links ausholen. Der Lenk jetzt nicht so hängt vorne auf, hoch durch die Last hinten. So sind wir. Fahren wir noch ein Stück nach vorne und dann zurück, damit wir ein bisschen Verkaufsbereich reinkommen. Bestes Holz! Ich habe eine Prämie. Eine extra Prämie. Was sehe ich denn? 024. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt sagen wir Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir Tschüss. Und bis dann. Tschüss.